Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Jo, wir sind immer noch auf dem Himmelsgipfel unterwegs. Auf der letzten Ebene, sag ich jetzt mal. Und ich bin echt gespannt, was uns oben erwartet. Ich habe nämlich echt, um ehrlich zu sein, null Ahnung. Es ist Ewigkeiten her, dass ich das letzte Mal so weit gespielt habe. Heilige. Keimkiesel? Was ist denn Keimkiesel? Das Plagiat zu Kleinkiesel wahrscheinlich, ja, aber... Yeah. Da oben ist eine Sinelbeere. Die Sinelbeere würde ich bitte haben. Und es ist gerade irgendwie nicht so cool, dass wieder alle weg sind. Ninja Tom. Ich will... Nein. Danke. Okay. Poke. Poke ist schön. Poke nehme ich mal gerne. Da müssen wir nicht lang. Okay, doch, da müssen wir lang. Belebersam? Schlafsamen. Okay. Hi. Knogger. Das hat uns echt 1000 Erfahrungspunkte gegeben. Finde ich ganz geil. Muss ich ja sagen. 1000 Erfahrungspunkte. Okay, Rauchus Level 34. Das ist schön. Das ist sehr schön. Hallo, Ursaring. Komm, ich will das hier. Ich will das hier beenden. Ich will nicht mehr hier in diesem Himmelsgipfel sein. So. Zack. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Himmelsgipfel, Alter. Ohne Witz. Kein bisschen mehr Lust drauf. Yo, Shaman. Yo. Schön. Geil. Noch ein Belebersam verballert. Schön. Mann, unsere ganzen Belebersam. Das ist doch nicht cool. Meh. Ja, aber was soll's, okay. Können wir nichts machen. Ist halt so. Geh weg, Ibitak. Ich sagte, geh weg und nicht heilen. Mann, ey, das ist ein Item. Ausdauerband, okay. Top-Elixier, schön. Oh, wir sind oben, ja. Nice. Oh, ich kann den Gipfel sehen. Was ist denn das hier? Alter, das ist übel. Anscheinend ist das alles während meiner Abwesenheit geschehen. Sieht aus, als ob jemand vor uns hier war. Ja, aber was ist das? Ja, das ist der Gipfel. Nein, das ist... Klebe, Ekel, schmutzig, schleimig. Wir leben Dreck und Schleim. Slimer und Slimehawk, okay. Zwei Slimehawks sogar. Was? Ah, Slimers und Slimehawk. Aber ihr gehört hier nicht her, das wisst ihr doch. Ich bitte euch, geht zurück, wo ihr hingehört. Nein. Lügen, Lügen. Weg mit der Sauberkeit. Na, fast. Was? Fast so, sieht fast so aus, als hätte... als müssten wir sie wieder zur Vernunft bringen. Ich zähle auf euch alle. Yo. Und natürlich bin ich derjenige, der in der Mitte steht und kein bisschen angreifen kann. Ist das jetzt dein Ernst? Warum denn alle auf diesen... Mann! Ah! Ja, der schöne Haru ist gleich besiegt. Ohne Witz. Ich
will mit Jamin bitte den Platz tauschen. Danke. Komm schon. Autsch! Mann, ich hab ja doch keine Chance gegen, Alter, ohne Witz. Oh, schön. Immerhin ist das Slimeok besiegt. Komm. Nein, das Slimer ist auch noch nicht besiegt, schade. Das ist auch nicht, Alter. Wie viel Life haben die Viecher? Dragon ist gleich down, Alter, ohne Witz. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mach das jetzt so. Wenn ich mal zum Zug kommen könnte, danke. Eine Sinelbeere für Dragon. Harus Schaden fange ich dann ab. Heilige Kacke. Jetzt, ich kann es eigentlich ausnutzen. Zurück. Schönes Damage. Warum macht Haru nichts? Oder waren die einfach schneller eben? Okay, ich glaube, die waren eben einfach schneller dran. Nee, Haru macht nichts. Oder? Doch, okay. Hey. Aua. Okay, das war jetzt aber auch, glaube ich, hoffentlich. Wir haben noch, glaube ich, noch einen Belebersamen haben wir, glaube ich, noch. Hoffentlich, hoffentlich. Heiliger, Alter, wir müssen bis wir... Okay, erstmal müssen wir die Bonusmission machen. Die Bonus-Episode und danach brauche ich unbedingt wieder Belebersamen, wenn wir normal weiterspielen. Okay, das besiegt, schöne Sache. Ah, wegen der Angst. Deswegen hat Dragon Neharu kaum was gemacht. Ich will das nicht abbekommen. Ohne Witz. Er soll das selber abbekommen. Ist mir egal. Könnt ihr mal... Danke. Oh, Heiliger. So stark. Seid ihr endlich wieder zur Vernunft gekommen, Slime und Slimeok? Shaman. Was ist nur während meiner Abwesenheit passiert? Ihr wisst doch, dass ihr... dass hier nicht euer Zuhause ist, oder? Hey, hier ist unser Zuhause. Sieht ihr, alles ist dreckig und eklig. Dreckig und eklig? Ich verstehe. Hier ist schon lange niemand mehr gewesen. Es tut mir leid, Slimer und Slimeok, aber das hier ist der Berggipfel. Der Gipfel kann nicht sein. Anscheinend ist er verfallen, weil so lange keiner mehr hier gewesen ist. Aber wir können den Gipfel nicht wieder so verlassen. Würdet ihr bitte mit eurem richtigen Zuhause zu eurem richtigen Zuhause zurückkehren? Würdet ihr? Ich bitte euch. Was? Hier ist der Gipfel. Haben wir nicht bemerkt. Entschuldige, Shaman. Wir werden nach Hause gehen. In Ordnung, ich danke euch. Ich werde euch später in ein Zeichen meiner Dankbarkeit überbringen. Wiedersehen. Und tschüss. Okay. Komische Slimer. Wo waren wir gerade? Wir müssen hier aufräumen und diesen Ort wiederherstellen. Wiederherstellen? Es ist so schmutzig. Wir Schämen besitzen diese Gabe, Schmutz und Staub zu absorbieren und so das Land zu säubern. Trotz alledem ist die Beseitigung dieses Drecks hier kein Zuckerschlecken. Na dann, wollen wir mal. Boah. Tuckt euch bitte. Lol? Gönn dir halt, Shaman. Gönn dir halt, Shaman. Lol. Boah. Heftig, Alter. Krass tight. Das ist also der Gipfel. Das hat sich so viel wirklich verändert gegenüber der Müllkippe von so vor. Das ist so schön.
Das ist eine schöne Aussicht, dich zum ersten Mal. Mein herzlichen Glückwunsch für das Erreichen des Gipfels. Dies ist der die Himmelsgipfelspitze. Jo. Wow. Wow. Wir haben es geschafft. Endlich haben wir den Gipfel erreicht. Hey, alle, seht mal dort. Okay, das sieht cool aus. Wow. Wow. Ich finde das so gut. Wow, unglaublich. Ich bin so froh, den Berg bestiegen zu haben. Ja, ich auch. Ja, es ist einfach. Ich bin sprachlos. Ich glaube, das ist das erste Mal. Es muss das eigenhafte Schatz sein, dem man nachsagt. Deshalb richtiger als alle anderen. Shaman. Vielen Dank, dass du uns den ganzen Weg hergeführt hast. Es war mir ein Vergnügen. Es hat mir sehr Spaß gemacht, mich mit euch allen den Berg zu besteigen. Daher danke ich euch. Nun, wir sollten das irgendwann noch einmal wiederholen. Ja, auf jeden Fall. Euch hat der Ausblick vom Gipfel wohl wirklich so gefallen. Sollen wir zum Fuß des Berges zurückkehren? Ja. Meh. Zurückkehren bedeutet... Oh, wir haben uns gar keine Gedanken gemacht, ob wir wieder, wie wir runterkommen. Ist dein Ernst? Man muss also irgendwie wieder runterkommen. Oh nein. Beruhigt euch, ist ja alles in Ordnung. Ich werde euch alle zum Fuß des Berges zurückbringen, kein Problem. Hä, hey, wie willst du das machen? Runterschubsen. Hier oben wächst eine spezielle Blume namens Crassidea. Für einen Shaman hat sie eine besondere Bedeutung. Ihr fragt euch vielleicht, auf welche Art besonders? Na, tschum. Ich fasse die Blume einfach auf eine bestimmte Art an. Berührst sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise, Shaman? Aha. Und schon kann ich eine begrenzte Zeit lang meine Form verändern. Wow. Jetzt bist du echt so süß. Bist du echt so süß? Shaman, ja. Ich kann nicht, in dieser Form kann ich fliegen. Ja, du kannst fliegen. Das bedeutet, oh mein Gott. Ganz genau. Und Fliegen macht eine Menge Spaß. Ist nicht viel, aber betrachtet es als ein Geschenk von mir an euch. Alles klar, lass uns den Berg heruntersegeln. Gut festhalten. Alter, will Shaman wirklich 5 Leute, nein, 6. 6 Leute. Einfach mal so auf den Rücken mittragen, oder wie? Heiliger. Team Pokébox bedankt sich nach diesem erfolgreichen Ausflug zur Himmelsgipfelspitze vielmals beim lieben Shaman. Nach sicherem Flug kehrten alle nach Schatzstadt zurück. Am Abend ihrer Rückkehr fand eine große Party im Pandir-Café statt. Das Austauschen der Erlebnisse und Geschichten dauert bis in die frühe Morgenstunde. Am nächsten Tag. Keine Musik. Das ist in der Zeit? Es ist in der Zeit, Doki. Gestern hatten wir so viel Spaß. Die Nacht durchzuplaudern war ganz schön ermüdend. Aber die vielen lächelnden Gesichter bleiben unvergesslich. Hey Doki, ich habe dich schon einmal gefragt, aber auf Erkundung gehen macht eine Menge Spaß, nicht wahr? Nö, genau. Genau. Nun, gut, lass uns heute viel Spaß beim Erkunden haben. Jo, machen wir. Yeah! Eine Nachricht vom Erkundungsteams, Teamverband, ist für euch angekommen. Wenn du dieses Lied noch einmal anhören möchtest, kannst du dies jetzt von, im Hauptmenü. Himmelsjukebox. Oh cool, die Musik ist so cool. Ja, die Musik ist richtig cool. Die Musik ist super. Wir haben noch 6 Minuten. Erstmal lagern, wie ein bisschen was. Erstarrorb, Alter, wie viel Top-Elixier. Und Alter, wie viele Flea-Ops dabei. What the fuck? Zu viele Items. Ganz viele Luxusboxen. Äpfel können wir auch noch mal ein paar lagern. Sinelbeere. Noch eine Sinelbeere. Wow, wir haben noch einen Belebersamen. Schön. Ja, lagern. So, dann jetzt erstmal einkaufen gehen. Eigentlich ist das der falsche Laden, aber egal. Nein.
Nichts. Was haben wir hier? Noch Belebersamen und die ganzen Gummis. Wir nehmen Orange-Gummi mit. Ich habe keinen Bock, jetzt gleich nochmal von der Bank wieder hierher zu laufen. Ein Orange-Gummi. Für Dragon. Wow, hat nicht so unbedingt sehr viel gebracht. Aber okay. Und jetzt will ich nochmal bitte... Ja, ist okay. Wir haben kein Geld dabei. Scheiße. Wir haben so wenig Geld mittlerweile, weil ich so viele Belebersamen und so gekauft habe. Verdammt, ey. Ich kombiniere Attacken weiter. Ja, Joki, Attackin. Link. Was kann Doki eigentlich so lernen wieder? Nichts wirklich super Tolles, okay. Dragon. Kraftwelle. Krass. Die Attacken. Ne, Rukutuki und so will ich nicht. Das will ich auch nicht. Ne, das will ich auch nicht verknüpfen. Erinnern. Wow, nur Sandwirbel. Wow, ich bin begeistert. Ich bin ja richtig, richtig begeistert. Und ich denke, Haru kann sich jetzt endlich entwickeln. Das heißt, wir gehen jetzt in die Glitzerquelle. Dem. Da unten. Glitzerquelle. Yo. Eine Stimme ertönt, wenn du erwachen willst. Sie ist die Glitzerquelle. Wünschst du eine Entwicklung und entwickeln? Ja. Was? Okay, ich muss echt mal nachgucken, wann sich Dragon entwickeln kann. Heilige Kacke. Okay. Gut, dann gucken wir noch mal kurz nach Jobs. Und dann kann ich den Part beenden. Wir haben ja jetzt erstmal nichts mehr zu tun. Oh, neuer Dungeon. Cool. Detaillierte Unterverschlüsse in Ort namens Mitternachtswald. Oh, warte mal. Gibt's da nicht Latios? Oder so? Ich bin mir nicht sicher. Partner vom Typ Pflanze. Seit Generationen sind Liliib und ich Rivalen. Das muss weitergehen. Okay. Ich glaube, das wäre zu krass. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Obwohl doch das hier. Die Nullinsel. Was ist das? Nullinsel Ost. Eieiei. Okay. Feuchtknippe. EP-Band brauchen wir alles nicht. Wow! Nimm Kadabra fest. Es gibt so viele Erfahrungs- oder so viele Punkte, aber es können wir nicht. Nee. Was habe ich denn so? Schemgehölz, Kristallstraße und so, okay. Kristallhöhle, wow. Schemgehölz und Kristallstraße. Hier noch was? Ja, hier ist noch Schemgehölz. Ein Sichtsamen haben wir locker. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part. Und... Nee, ich muss eh speichern gehen. Ich muss ja eh ins Hauptmenü. Es geht doch hier, ne? Ja. Speichern zum Hauptmenü. Gut, Leute. Fingerknacken. Gähnen. Schön. Alter. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Und damit der nächsten Bonus-Episode. Warte erstmal. Anderes? Himmelszugsbox. Himmelsgipfel Wald, Himmelsgipfel Höhle, Ebene Küste. Yeah! Loop! Ja, Leute. Gut, Leute, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut
da rein. Na.